Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder Fortnite Arena. Wir sind Division 5, haben schon die erste Folge hinter uns. Mit 305 Punkten haben wir geholt. Jetzt fehlen noch 695. Das werden wir wahrscheinlich in zwei Etappen wieder machen. Jetzt beginnen wir mit der ersten Etappe und gehen in die erste Runde. Runde 1 und wir gehen nach Lonely Labs. Hoffentlich erwartet uns kein anderer. Wir müssen ja erstmal die 30 Punkte wieder reinholen, die uns jetzt abgezogen wurden. Und das können wir hoffentlich schaffen hier. Oh, okay, es kommt einer hier auf jeden Fall in die Richtung. Ich weiß nicht, ob der auch hier rüberfliegt. Wir werden sehen. Es hört sich ziemlich danach an. Ich habe keine gute Waffe. Nee, das war's. Ja, fightet ihr erstmal. Schön. Hier ist Meten, den Metenhebel rein. Vielleicht kann ich jetzt schnell abhauen. Jawohl. Lauf, Junge, lauf. Jawohl. Wir konnten erstmal entfliehen. Das war mir zu. Da war mir zu viel los. Wir looten jetzt erstmal weiter und sehen uns. Mir kommt einer gerade angeschwommen. Und ich probiere den jetzt mal zu überraschen. Ich hoffe, er kommt hier ein Stück her noch. Ja. Guter Hit. Noch ein guter Hit. Raus. Ist da unten. Und er ist so low. Und wir haben ihn. Jawohl. Oh ne, jetzt schießt hier einer auf mich. Holen wir uns zwei Splasher noch ein. Okay. Der ist nicht schlecht. Scheiße. Ich habe keine Metz. Mist. Nein. Nein, ich sterbe an Fallschaden. Das kann doch nicht wahr sein. Wir sind in Runde 2. Und eben lief es nicht perfekt. Also ich hätte den noch holen können. Ich bin so gut Damage am Anfang gemacht.
Eigentlich hätte ich den haben müssen, aber ich hatte halt keine Mets mehr und dann der mich auch gut gehittet. Also das war so ein bisschen blöd. Aber egal, wir probieren es jetzt besser zu machen. Dann hier hinten in diesem, weiß ich auch nicht, was es ist. Und wollen so viele Punkte wie möglich. Oh, nee, ne? Was ist das? Was heißt das? Was ist das? 3D, Mann, hör. Was? Was habe ich hier für ein Teil aufgesammelt? Crazy, wir looten erstmal und gucken dann, was es ist. Guck mal. Hier kommt ein Gegner an. Er hat keinen, nichts. Nein, wenn er mich jetzt holt, das wäre so dumm. Oh mein Gott, wir haben ihn, Alter. Ich hab das fast verkackt. Ja, da ist der Nächste, der auf mich schießen will. Ich war schon auf ihm. Ah, nichts kann ich dann jetzt schon wieder runterfallen. Warte, er ist mal unten. So schnell hat man den High Ground. Einfach nur ein bisschen gewartet. Auf die Scheiße kann ich mich auch nicht einlassen eigentlich. Probier abzuhauen. Und er schießt mich natürlich ab. Ja, er muss halt kommen. Oh mein Gott, er holt mich einfach. Wenn ich mich nicht beeile. Oh nee, auch noch einer von vorne. Und zwei Seiten, das macht ja so Spaß. Ich habe 8 HP halt. Er hat das Teil auch. Muss hier weg, Alter. 8 HP tut mir gar nicht gut. Ja, super. Wie 2 gegen 1, wie Spaß das macht. Nächste Runde. Wir gehen hier hinten auf diese kleine Insel. Bambusinsel auch wieder. Müssen wir schauen. Da wer mitkommt, ich hoffe nicht. Ich glaube auch eigentlich nicht. Jetzt überlegt, ob ich in die Stadt gehe, aber ich dachte, das ist zu risky. Da verliere ich dann meine ganzen Punkte. Und dann geht es jetzt hier hin. Liegt auf jeden Fall noch ein anderer. Weil er geht, glaube ich. Oh, zwei Leute sehe ich hier. Dann, glaube ich, da. Oh, nee, ne? Der ist aber weit über mir. Ich hoffe, ich bin einfach schneller als er da. Einfach auch keine Waffe. Er hätte mich easy holen können, wäre er hier gleich ins Badezimmer gegangen. Aber wir müssen jetzt erstmal hier looten. Und dann sehen wir weiter.
Oh oh. Nein, das war's. Mann, Mann, warum habe ich denn keine Waffe in den Sachen? Das ist eben nicht so gut ausgegangen, deswegen gehen wir jetzt gleich mal am Anfang der Busspur raus und landen hier vorne. Jetzt war echt ehrlich, ich weiß nicht, war keine Waffe in der Kiste, habe ich einfach nicht mitgenommen. Ich dachte, es sei immer eine Kistenwaffe, nicht wahr? Kann man sich auch vielleicht täuschen, weiß ich nicht. Jetzt muss ich auf jeden Fall wieder Punkte reinholen und wenn ich das schon wieder sehe, so ein Flieger da. Ein Gleiter. Da wäre ich schon wieder sauer. Noch nicht wahr sein. Kommt der hier mit her? Er ist viel tiefer als ich hier lande bei der Hütte. Aber der wird auf mich warten. Der sieht mich ja jetzt auch. Das nervt ja. Was geht denn hier schon wieder ab? Irgend so ein Penner schießt hier auf mich. Baut sich da jetzt ein. Ich habe den Umpals gedrückt. Ja, jetzt ist der nächste auch noch. Wieder zwei Leute. Geben wir uns noch ein Biggie. 110 Damage. Geben wir uns zwei Biggies, weil er uns wieder damaged. Oh, ich kann ihn hitten. Nee, doch nicht. Er hat sich wieder versteckt. Ich warte jetzt hier im Busch, dann soll er kommen. Und wir haben ihn. Nee, hier ist der nächste. Hier ist der nächste. Guter Held. Und wir haben ihn auch. Das ist wichtig, dass wir lange überleben. Wir haben jetzt keine Biggies mehr. Aber egal, wir looten. Wir chillen erstmal. Oh, Schlürfsäfte. Nee. Da befindet sich gerade ein Gegner auf dem Weg. Schießen wir mal ab. Ich glaube, alle anderen vier, wir sind nämlich in der Top 5, alle anderen vier sind, glaube ich, auf der anderen Seite. So, da oben sind zwei und ich glaube, oh, jetzt leben noch drei Leute. Ich glaube, sie sind alle da. Problem ist, ich muss natürlich jetzt in eine Zone, ne? Ja, das habe ich easy gemeistert. Ah, da will er, da will er, das war klar. Da sind wir schon in der Top 3. Und wir fangen gerade erst an, ne? Ich baue mir mal hier eine bessere Festung. Muss ich aber den Baum für abhacken. Kann ich nicht editieren. Ist ja nice. Jetzt. Oh oh, ich muss da hin. Schieß einfach auf einen, hoffe, dass der andere dann auch mitschießt. Ich sollte mal vielleicht mit Holz bauen. Oh, mich selber eingebaut. War nicht so smart. Aber auch nicht so krass viel Muni. Frag mich, wo der andere ist. Ah, unter mir direkt. Ich glaube, ich bin drin in der Zone, oder? Da habe ich noch ein bisschen Muni. Muss aufpassen, dass er hier nicht von unten hochkommt. Okay, die Sonne geht wieder zurück. Das ist ganz gut.
Der, der ist schon mal unten. Der andere. Nicht. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Oh mein Gott. Nein, ich habe so gefailt. Ich hätte ihn so holen können. Mist, wir gehen in die nächste Runde. Nächste Runde und wir gehen hier wieder auf diesen kleinen Berg. Da fühle ich mich eigentlich immer ganz wohl. Und der ist irgendwie auch oft in der Zone, in der ersten. Ist eigentlich auch ganz gut. Eben war eine starke Runde. Aber man muss sagen, ich hätte das vielleicht auch gewinnen können. Oh ne, ne? Wieso kommen hier so viele mit? Ich habe eine Idee, ich glaube, ich drehe hier ab. Also es waren mir echt zu viele da. Wir landen erstmal hier, looten entspannt und schauen dann mal, was da abgeht. Weil nur eine Waffe, egal. Ja, da oben im Turm ist einer drin. Jetzt sagen wir, besuchen wir mal. Wo ist er denn hin? Ey, wir haben ihn, jawohl. Fliegen irgendwie noch Leute. Sehr weird. Ein bisschen Angst. Um ehrlich zu sein. Aber hier drüben. Den Typen, der AFK ist, den holen wir auch noch. Den haben wir. Ja, Wolski. Mich verfolgt hier einer. Ey Junge, das ist ja auch ein Freakill. Der hat ja nicht mal Schild. Ihn auch. Warum verfolgt er mich, wenn er kein Schild hat? Mein Gott, hier steht einfach einer. Er hockt hier einfach in der Bude drin. Und ich habe ihn erst nicht gesehen. Ich war hier schon drin. Oh ne. Vorne spinnt sich einer lang. Mal zwei Splasher rein. Das kann ja nicht wahr sein. Es ist noch so ein Freak-Kill gab. Weil der einfach, der hatte keine Waffen, ne? Vielleicht hat er eine Challenge gemacht. So OP, dieses Teil. Der macht einfach meine ganze Bude hier immer kaputt. Wo ist er denn? Ja, er ist so cool mit seinen Schwertern da. Nächste Runde und wir gehen hier hinten wieder hin. Das ist unser neuer Main-Spot, wie früher der Leuchtturm. Eben, leider, also es hätte noch ein bisschen mehr Punkte sein können. Irgendwie nochmal so Top 10 oder so. Aber der hat mich halt auseinandergenommen mit seinem Ding, ja, mit seinen Schwertern. Und ich habe ihn halt auch die ganze Zeit mit der Pump nur abgeschossen. Hätte ich mal vielleicht mit der AR oder so draufhalten müssen. Aber so ist es nun mal. Wir haben 4 Kills gemacht, also das könnte sein, dass es schon Rekord ist für mich in Division 5. Ich wollte gerade 4 sagen. Deswegen so einen Mixer gesagt. Ja. Das war eigentlich ganz gut von der Runde her. Zum Glück hatte einer keine Waffen, sonst hätte er mich gehabt. In der Tür. In der kleinen Hütte. Aber ja. Wir haben 4 Kills gemacht. Top 15, glaube ich, war es. Ist eigentlich vollkommen okay. Jetzt mal probieren wir mal daran anzuknüpfen. Ich bin in der Top 3. Ich gehe hier in den Busch. Und plötzlich chillt hier einer. Wir haben ihn. Was? Habe ich mich erschrocken, Alter. Das Problem ist jetzt. Das letzte 1 gegen 1. Ich weiß nicht, ob ich das holen kann. Ich weiß nicht, wie gut der Gegner ist. Wir werden es auf jeden Fall jetzt sehen. Werdest du mich sofort auf dem Weg dahin machen? Oh, da oben ist er irgendwo. Da ist er. Ja, oh mein Gott, was ist das? Was ist das für eine Waffe?
Wo ist er? Seh ihn nicht. Nein, er sperrt mich aus. Muss. Boah. Komm schon. Nein, ich sterbe an der Zone, oder? Ich lebe noch. 1 HP. For real 1 HP. Oh mein Gott, GG. Zweiter geworden. Wir gehen zurück zur Lobby. Ja, unglaublich coole Folge gewesen. Am Ende nochmal zweiter Platz in Intensis 1 gegen 1 zum Abschluss. Ja, jetzt nächstes Mal müssen wir mit den 30 Punkten Abzug vom Busfahrerpreis 400 Punkte sammeln. Knapp, das wird hart, aber das werden wir schaffen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao, ciao.